Und damit herzlich willkommen zum nächsten Spieltag der GPL. Heute Spieltag Nummer 18 gegen Daumenkino LP. Oh yeah, das wird, glaube ich, ein sehr interessanter Kampf, den wir heute zu sehen bekommen hier. Gerade gegen Daumenkino, da möchte ich mal kurz drauf zu sprechen kommen. Für mich ist der gute Daumenkino so ein ganz kleines Mysterium, denn ich habe bisher noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt. Bisher auch nur vor diesem Rückrundenkampf nur einmal gegen ihn in der Hinrunde gespielt. Und ich habe auch nicht wirklich allzu viele Kämpfe von ihm gesehen, auf seinem Kanal zum Beispiel. Und das ist mir bei der Hinrunde schon aufgefallen, im Sinne des Mysteriums, dass Daumenkino eine sehr interessante Spielweise hat, auf die ich mich vorbereiten wollte in irgendeiner Form. Was aber nicht wirklich so geklappt hat, wie ich dann fand. Aber das werdet ihr eh gleich sehen. Was ich mit der Spielweise meine, ist, er macht sehr interessante Züge im Sinne von Einwechslungen und Attacken und was weiß ich noch alles, was er dabei hat. Aber dazu kommen wir erst gleich. Ich möchte nicht erstmal zu den Teams kommen, denn vor seinem Team, muss ich sagen, hatte ich schon recht Angst. Also sein Team strahlt vor allen Dingen auch vor Priorität. Und drei davon, also drei Prioritäten hat er auch gleich dabei. Aber erkläre ich erst, sobald ich die Pokémon vorgestellt habe. Ich habe hier dabei mein Skogro, Quajutsu, Galagladi, Zirfinst, Panferno und Lantern. Und Daumenkino hier mit Mamutel, Cherox, Meistergriff, Mega Aerodactyl, Victini und Milotic dabei. Sehr interessant, wie gesagt, das mit den Prioritäten haben wir gleich drei Stück. Von Mamutel den Eissplitter, von Cherox den Patronenhieb und von Meistergriff den Tempohieb sehr wahrscheinlich. Wird also sehr gefährlich für mich. Auf was ich mich hier besonders beschränken muss, ist dieses verdammte Meistergriff auf seiner Gegnerseite. In der Hinsicht möchte ich euch nochmal an den letzten Kampf gegen Silver erinnern. Der hatte ja auch einen Meistergriff dabei. Und Meistergriff ist so ein Pokémon, was mich gnadenlos auskontert mit meinem Team, muss ich sagen. Weil ich habe nicht wirklich viel Effektives dagegen. Gegen Silver hatte ich ja jetzt Quajutsu und Galagladi dabei. Quajutsu mit dem Sondersensor natürlich ausgestattet. Und Galagladi mit der Psychoklinge. Genau diese beiden Pokémon habe ich ja auch dabei. Plus Skogro, das habe ich gegen Silver nicht mitgenommen, weil ich es da nicht für ja, wirklich sinnvoll gehalten hatte. Das hätte dann nicht länger überstanden. Er hat ja auch selbst ein Quajutsu dabei gehabt, der Silver. Und vor allen Dingen als Wall gegen Meistergriff eigentlich ganz gut zu gebrauchen, weil Kampfattacken machen da kaum Schaden. Abschlag macht da auch nicht so viel Sinn. Also den Toxic Orb kann ich in der Hinsicht gerne verlieren. Da habe ich kein Problem mit, wenn der eingesetzt worden ist. Deswegen kann ich Skogro auch ganz gut gegen Meistergriff einsetzen und da versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen. Weil ich mir dachte, er könnte eventuell mit Mega Aerodactyl leben, um seinen Tarnstein rauszukriegen. Dachte ich, hole ich mal Skogro rein. Aber nein, er hat ja Mamutel vorne. Und mit dem wollte er wahrscheinlich die Tarnsteine rausbringen, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Auf jeden Fall habe ich hier Meistergriff als sehr, sehr schweren Threat eingestuft. Wird, wie gesagt, die Tarnsteine, die ich gerade erwähnt habe, sind für mein Quajutsu, was ja den Fokus-Sash trägt. Und nur so kann es auch wirklich Quajutsu aufhalten, wenn er auch aktiv ist. Denn ein Tempo-Heap würde mich jederzeit natürlich outspeeden durch die Prio. Das meine ich auch, dass die Prios so gefährlich sind für mein Team. Und dann geht Quajutsu zu schnell down, ohne wirklich funktionierenden Fokus-Sash. Aber wie es nun hier Kampf vollstatten ist, werden wir jetzt gleich mal sehen. Schön mit Top 4 Musik im Hintergrund. Wie gesagt, ich habe Skogro vorne, er Mamutel, was natürlich ein wirklich blödes Matchup ist. Auch wenn ich physisch-defensiv einiges aushalten kann, Mamutel wird da doch viel zu viel Schaden machen. Das heißt, ich muss hier eigentlich rausgehen. Ich könnte auch selbst, wenn ich. Also, na gut, ich müsste raus normalerweise. Aber eine Eisattacke war jetzt so predictable und auch, dass ich da raus switche, dass ich lieber drin bleibe und mal ein Erdbeben probiere, was jetzt über die Hälfte Schaden macht. Aber es reicht da nicht, um das Ding auszunocken quasi. Hätte ich auch nicht vermutet, natürlich. Ein bisschen Schaden wollte ich machen, die Tarnsteine waren predictable, weil er da wohl dachte, ich wechsle aus. Aber deswegen habe ich erstmal Erdbeben gedrückt. Jetzt wechsle ich wiederum aus in meine physische Wall, Bongo Bongo. Was vor allen Dingen erstmal ein Irrlicht machen sollte, wenn Mamutel da drin bleibt. Und er macht die Notsituation. Eine sehr interessante Attacke, habe ich noch nie gesehen auf diesem Mamutel. Und naja, ich hätte jetzt mit einer Eisattacke oder so gerechnet, aber ist auch egal. Ich dachte, er würde jetzt auf seinen Victini wechseln, deswegen habe ich nicht das Irrlicht gedrückt, weil er vermutlich das Irrlicht predicted hatte. Weil ich Victini prediktet hatte, hatte ich jetzt auch den Schattenstoß eingesetzt. Und noch nicht das Irrlicht. Irrlicht wäre bei Meistergriff auch gut gewesen, denn das hat dann vermutlich Adrenalin. Damit habe ich zumindest gerechnet. Und da ich jetzt mit dem Abschlag gerechnet hatte, das war ja mein Fehler gegen Silver, da hatte ich ja Abschlag vergessen, dass er es drauf haben könnte, aber er hat ja auch die Psychoklinge bei mir vergessen. Bleibe ich jetzt erstmal drin. Also zuerst, um schnell Schaden zu machen, aber er wechselt dann auf Victini, was ich sehr interessant fand. Ich dachte jetzt, da er Meistergriff drin hatte, bin ich ja auf meinen Skogo rausgeswitcht. Bin dann jetzt mit Skogro drin, fand ich auch gar nicht so schlecht. Ich machte Donnerzahn, weil ich dachte, er würde wieder rausrutschen, weil ich dachte, was soll Victini gegen mich machen? Und dann kommt da die Eiszeit. Die Eiszeit mit dem Volltreffer, der nicht gemeldet hat.
Und Eiszeit, Leute, ist eine Attacke, die Victini normalerweise nicht lernt. Das Victini ist ja ein japanisches Event-Victini. Und ich habe mich mit Victini auseinandergesetzt, aber wow, mit der Eiszeit habe ich nicht gerechnet. Und jetzt der nächste Fehler quasi. Gut, mit Eiszeit konnte ich ja nicht rechnen. Ich bleibe jetzt mit Bongo Bongo drin, macht Schattenstoß, weil ich dachte, Eiszeit ist doch eine physische Attacke, oder nicht? Da konnte ich mal meine physische Wall rein. Aber nein, Eiszeit ist speziell, genauso wie Blauflammen, was Victini ebenfalls nicht normalerweise lernen kann. Denn das ist speziell auch durch das Event ja, zu erlernen. Und somit verliere ich auch gleich meine zweite Wall. Das war schon ziemlich bescheuert. Weil, gut, mit Eiszeit, wie gesagt, konnte ich nicht mitrechnen. Aber Eiszeit, ich hätte wissen müssen, dass es eine spezielle Attacke ist und dass diese Victini speziell ausgelegt ist. Und dann hätte ich auch nicht meine physische Wall reingeholt, sondern lieber Lanthorn. Das war ein Fehler von mir. Und auf jeden Fall kommt jetzt mein Quajutsu rein. Und soll jetzt erstmal Meistergriff angreifen. Beziehungsweise, ich habe jetzt gedacht, dass Victini drin bleibt, weil er ist ja eben auch drin geblieben. Aber nein, der wechselt natürlich auf Meistergriff aus. Und seitdem ich Skorgo jetzt verloren habe, habe ich ein Riesenproblem. Denn mein Meistergriff-Konter ist nicht mehr da. Deswegen kann ich auch Quajutsu da nicht drin lassen. Galakladi ist das einzige Pokémon, was er noch wirklich viel Schaden machen könnte bei seinem Meistergriff in der Psychoklinge. Ein Tempo-Hyper hatte ich noch einigermaßen aus. Und jetzt dachte ich mir, der ist die ganze Zeit doch immer drin geblieben mit Victini und so weiter. Da wird er jetzt doch bestimmt auch drin bleiben. Und dann mache ich mal safe die Psychoklinge. Aber nein, jetzt wechselt er wiederum aus. Und da kommt auch die safe Psychoklinge, die bei Sherlock natürlich überhaupt nichts macht. Und das zum Thema Mysterium Daumenkino. Weil ich nicht genau weiß, wie er immer gern switcht. Jetzt bin ich drin geblieben, in der Hoffnung, dass ein Nahkampf ausreicht bei einem Sherrox, aber nein, ganz knapp reicht es nicht. Und nur hat Sherrox die Chance, eine Kehrtwende zu machen und mir so viel verdammt viel Schaden zu machen, dass es ausreicht. Durch Nahkampf habe ich ja auch den Death Rod bekommen, also reicht eine Kehrtwende logischerweise aus. Tja, Leute, es sieht jetzt schon ziemlich beschissen aus, möchte ich erwähnen. Wie gesagt, mein Meistergriff-Konter ist weg. Galagladi ist jetzt ebenfalls weg, ne? Also Quajutsu ist das einzige Pokémon, was überhaupt viel Schaden machen könnte. Und jetzt muss ich hier auf Lanthorn gehen. In der Hoffnung, ich kriege das Ding verwirrt. Und ich bin ja sogar schneller. Er geht hier nicht auf den Tempo-Hieb, was mich zuerst gewundert hatte. Ich mache somit Konfusstrahl, sorge für eine Verwirrung. Denn ich wollte zuerst nicht auf die Donnerwelle gehen, weil ich weiß, das Ding ist vermutlich mit Adrenalin ausgestattet. Und da steht er sich tatsächlich selbst. Und jetzt dachte ich mir, ich habe keine andere Wahl. Ich muss jetzt Donnerwelle einsetzen und riskieren, dass er dadurch mit Adrenalin einen erhöhten Angriff bekommt. Denn ich muss das Ding parafusion. Anders kriege ich das Ding nicht down. Das ist meine einzige Chance. Deswegen hier Paralyse plus Konfusion dabei. Also Paralyse plus Verwirrung. Aber er kommt durch beides durch und macht den Ableithieb. Und das macht so viel Schaden, dass es mich fast umhaut. Und er heilt sich wieder komplett hoch. Ja, und jetzt dachte ich mir, wenn das Ding so ausgelegt ist, hat das vermutlich sogar die Assault Vest, also die Offensivweste, um eine spezielle Attacke auszuhalten. Aber das Pech wird noch größer. Er ist nicht mehr verwirrt, kommt mit dem Tempo-Hieb durch, ist schneller, kriegt den Crit, der aber nicht gemeldet hat, meine ich. Denn jetzt ist ja der Angriff eh erhöht durch die Donnerwelle. Und ja, jetzt bin ich nur noch mit meinem Panferno da und mit meinem Quajutsu. Und er hat jetzt wahrscheinlich gedacht, ein Tempo-Hieb wird er jetzt vielleicht nicht ausreichen, deswegen geht er lieber safe gleich auf eine andere Attacke. Ich krieg sogar so Recoil durch Leben Orb und da kann er nochmal schön Ableithieb machen und mein Atlas besiegen. Und damals, ja, kann er sich wieder ein bisschen hochheilen. Und ich habe jetzt nur noch Quajutsu. Und Leute, ihr wisst ja, was das heißt. Nur noch Quajutsu. Ohne funktionierenden Sash. Ich habe keine Chance mehr. Denn dieses Meistergriff haut mich jetzt komplett um. Denn da kommt der letzte Tempo-Hieb. Damit besiegt er mein letztes Pokémon. Und Daniel, also Daumenkino, gewinnt diesen Kampf hier 6 zu 0. Wow, was ein Kampf. Danach waren meine Nerven echt blank, denn, ja. Ich wusste schon vor, Daumenkino hat da Pokémon drin, die mich ganz, ganz böse auskontern. Vor allen Dingen Meistergriff, habt ihr eben gerade gesehen. Deswegen hatte ich auch Angst gegen Silvers Meistergriff und hatte so Bammel davor und war so glücklich, als mein Galakladies Ding mit Psychoklinge besiegen konnte. Aber hier hat man gesehen, diese Kombination aus Victini und Meistergriff hat bei mir alles zerstört, wirklich. Erstmal Victini meine ersten Walls, weil mit Eiszeit habe ich nicht gerechnet. Und dann, ja klar, mein Fehler, muss ich ehrlich mir gestehen. Dass ich nicht gedacht habe, dass Eiszeit speziell ist und dass dieses Victini generell speziell ausgelegt ist, weil ich dachte, Victini spielt mir noch eh nur physisch mit V-Generator und so, aber nein, das war ja speziell. Blauflammen ist ebenfalls, glaube ich, eine Event-Attacke gewesen, meine ich. Und hat dann auch mein physisches Zwiffens rausgenommen. Und ja, ich wusste schon, als Gorko down war, ich habe ein Problem, weil, wie gesagt, kein Meistergriff mehr, außer Galagladi, was noch ein bisschen was aushalten könnte. Aber Sherrox hat das da Ding ja relativ schnell besiegt durch die Kehrtwende, weil der Nahkampf leider nicht ausgereicht hatte.
Schade drum. Was soll ich machen? 6 zu 0, das war eine ziemliche Klatsche. Aber da konnte ich nichts mehr machen, Leute. Klar, dieser eine Fehler. Und dann hätte ich auch noch einmal gedacht, er könnte einmal auf Mega-Aerodactyl wechseln, um zum Beispiel ein Erdbeben zu predikten. Aber wie gesagt, Daumkino hat dir sehr, sehr interessante Switches gemacht. Und wir haben uns nach diesem Kampf noch über Skype unterhalten. Er hat mich gefragt, warum ich so komisch switche. Und ich habe ihm genau dasselbe gefragt. Also, wir kamen beide gegenseitig nicht so richtig auf unsere Spielstile klar. Aber wie gesagt, er hat genau dann gewechselt und dann nicht gewechselt, wenn ich es nicht erahnt habe. Und deswegen hat er immer so wenig Schaden bekommen durch irgendwelche Attacken. Es gab jetzt genug Beispiele. Klar, das mit Meistergriff natürlich, das habe ich nicht down gekriegt. Dann, wo er mit Victini drin blieb, weil er natürlich den die Eiszeit dabei hatte. Und dann habe ich das Victini nicht rausgekriegt, also nicht besiegen können. Und dann wechselte er im ungünstigen Moment auf Meistergriff oder auf Sherox. Und ja, es lief genau dann schief, wenn es schief gehen musste natürlich. Also wo es mal wichtig gewesen wäre. Aber was soll ich tun, Leute? Ich bleibe somit bei 12 Punkten mittlerweile. Und jetzt, mein Lieben, wird's interessant. Denn der gute Kaffeekone, der ist ja momentan auf dem 11. Platz, ein über mir. Und wenn er heute, beim heutigen Spieltag 18, nicht gewinnt, hat er ebenfalls immer nur noch 12 Punkte. Er ist nur ein Punkt, also ein Platz über mir, weil er, glaube ich, mehr Kills hat oder so. So meine ich das. Oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall haben wir beide 12 Punkte. Und er ist auch mein nächster Gegner in Spieltag Nummer 19. Und das wird sehr interessant, Leute, denn das ist zwar ein Abstiegskampf, aber wer diesen Kampf gewinnt, wird auch auf Platz 1 bleiben, beziehungsweise aufsteigen, je nachdem. Und das wird sehr interessant. Einer der härtesten Kämpfe vermutlich und wichtigsten, weil gegen Daumenkino kann ich verlieren, gegen Kaffee nicht. Gut, hätte ich jetzt gegen Daumenkino gewonnen, dann wäre ich ja vielleicht auch schon über Kaffee, je nachdem, ob er heute gewinnt oder nicht. Ne? Also guckt man lieber nach. Schaut jetzt bei Kaffeekrone vorbei bei seinem Kampf und schaut auch bitte bei Daumenkino vorbei, was er so zu diesem Kampf zu sagen hat. Und ja, umso spannender wird es, wie gesagt, dann beim nächsten GPL-Kampf gegen Kaffee. Ob wir dann aufholen, falls er heute gewonnen hat, wie auch immer, ne? Hätte, wenn, wie auch immer. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag gegen Kaffee wieder und macht euch auf ein interessantes Match gefasst. Das wird interessant. Und mal sehen, ob wir ihn überholen können. Das wird meine einzige Chance sein. Bis dann und auf Wiedersehen!